So, meine Freunde, dann würde ich sagen, willkommen zurück zum Notruf 112 mit mir, dem Rieber. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin etwas erkältet. Und versuche jetzt aber trotzdem mal hier wieder ein Video aufzunehmen, weil die letzte Woche kam ja, glaube ich, nur eins oder gar keins. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Na? Achtung, Brandschutz, PKW-Brand Autobahn, Einsatz für ELW, LF24, TLF1, RTW1. Es kam auf jeden Fall vor, glaube über einer Woche kam wieder ein Beta-Update raus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon in der normalen Version jetzt auch drin ist. Aber es kam, glaube, zwei neue Einsätze hinzu. Ein paar Sachen wurden noch gemacht. Aber es wurde jetzt noch ein weiterer Drehleiter-Einsatz hinzugefügt. Vielleicht kriegen wir den ja jetzt noch. Die Strecke hier kenne ich noch gar nicht, sonst immer biegen wir da drum ab. Krass. Hatte ich gewusst, dass es hier rum auch geht. Oh, was macht er denn? Bisschen arg schnell unterwegs, der Gute. Ja, jetzt wieder hier. Ja. Nee, doch nicht. Kommt, auf, gebt Gas. Ja, die Charaktermodelle wurden wohl auch überarbeitet. Das soll wohl jetzt auch ein bisschen Abwechslung darin geben. Ach, das war's schon. Boah.
Und wie habt ihr Silvester so verbracht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich lag im Bett. Das war mein Silvester. Und so wie es aussieht, Geburtstag auch. Also kann mir nichts Besseres vorstellen. Also über Weihnachten haben wir auf jeden Fall einige neue Spiele gekauft. Also glaube, ja, bisschen was an Geld liegen lassen und einige Spiele, die im Mehrspielermodus gehen. Eins habt ihr ja schon gesehen oder ist schon auf dem Kanal, Ultimate Chicken Horse. Aber was haben wir noch? Shark Deathmatch 2, glaube ich. So ein Zombie Survival Game. Ein Survival Game, wo es um Geister und sowas geht. Also Projekte stehen einige an. Mal gucken, wann wir sie umsetzen und wie wir sie einbringen. Weil, ja, Feuerwehr, auf dem Kanal läuft halt Feuerwehr. Und deshalb wollte ich eigentlich gucken, dass ich Feuerwehr weiterbringe. Also Notruf 112. Und es steht ja dann auch, dieses Jahr kommt der Firefighter. Oder Firefighting Simulator. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Aber den will ich auch noch rausbringen dann. Bin mal gespannt, wann der dann rauskommt. Zudem entwickelt sich ja hier Notruf 112 immer weiter. Und es gibt dann immer wieder Sachen, die man. Also, ja, alle ein, zwei Wochen kommt ja ein neuer Patch raus. Was ja dann auch wieder interessant ist, was wieder gefixt wurde oder was neu hinzugekommen ist. Sag mal, wo fahren wir denn lang? Ich weiß jetzt nicht, wenn ich einsatzbereit über Funk mache, dann müssten wir jetzt auch Einsätze so reinkriegen können. Dauert dann halt ein bisschen, bis wir dort sind, aber egal. Besser wie wenn wir jetzt hier 30 Minuten irgendwo, keine Ahnung, hier rumgurken. Was macht denn jetzt? Der war doch gerade am Überlegen, ob er jetzt hier rumfährt, oder? Haben wir eine Startkarte? Nee. Ja, aber so lernen wir auch mal das Autobahnnetz hier kennen. Und ja, muss schon sagen, ist schon groß. Ich bin mal gespannt, wann eine Ausfahrt kommt. Einsatzdauer eine Minute und Aufnahme schon 10 Minuten. Muss unser Fahrrad irgendwas getrunken. Jetzt bin ich gespannt, der neben uns wird er jetzt mitgenommen.
Gibt's jetzt einen Unfall noch? Oh, oh, boah. Also unser Fahrer ist auf jeden Fall betrunken und aggressiv. Ja, aber die zwei Gesichter, die ich hier sehe, die kennen wir ja schon. Weiß jetzt nicht. Die zwei kommen mir auch ziemlich bekannt vor. Müssen wir uns gleich mal in der Wache noch ein bisschen umgucken. Vielleicht fällt uns ja was auf. Oder euch. Und ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt gerade wirklich einmal komplett im Kreis gefahren. Oh, komm, fahr doch. Ja, jetzt wird's eh gleich wieder rot und da kommt der nächste und dann hält der wieder an. Und dann stehen wir jetzt einfach noch eine halbe Stunde. Ja, super. Egal, immerhin, wir haben's drüber geschafft. Hä, ist der gerade in ein Auto reingefahren, der vor uns hier? Ich hab jetzt gerade gar nichts gesehen, weil der auf einmal Warnblinkanlage an hatte. So, die sehen alle gleich aus. Er sieht immer noch so aus. Guck mal, er. Vielleicht sehe ich nur anders aus. Warte mal. Der hat voll den Psychoblick. Sieht aus wie ein Vampir. Huh. Mal her. Ne, den kennen wir auch. Wo ist der andere? Da, den kennen wir auch. Ja gut, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Ein Einsatz und dann einfach mal die hier die Landschaft genossen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch kommentieren und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.